Jo Leute, was geht? Klim am Start heute wieder mit einem neuen Video. Was zum Fick ist das? Tagtown geht in die nächste Runde. Ich habe keine Ahnung, wie man mit Optifine ranzoomt. Hab ich noch nie. Ist ja auch egal. So, kurze Sache am Anfang. Wir sehen uns wieder. Für euch mag das ein wenig seltsam erscheinen, weil das schon das zweite Video nach meiner Pause ist. Also gestern kam eine Folge Tagtown und heute kommt auch wieder eine. Und das ist quasi das zweite Video nach meiner klitzekleinen 11-tägigen Pause. 11, 12, 8, 9, ich weiß es gar nicht. Ein paar Tage habe ich Pause genommen, aus verschiedenen Gründen. Und ja, jetzt geht es wieder ganz normal weiter. Ich bin wieder voll am Stissel für euch. Und das Erste, was ich machen will, wir haben uns ja letzte Folge ein wenig mit Tinkers Construct auseinandergesetzt. Das, was hier noch steht, so ein bisschen Zeugs, ne? Und bevor wir uns damit jetzt weiter beschäftigen, möchte ich eigentlich sehr gern das Haus ein wenig weiterbauen. Denn es ist nicht nur eine Schande für Klim, ein unfertiges Haus hier irgendwo rumstehen zu lassen. Nein, es sieht auch für die anderen einfach nur blöd aus, wenn ihr ein Haus steht, das nicht zu Ende gebaut, beziehungsweise das einfach nur so ein bisschen dahin plömpelt, ich weiß nicht. Und das möchte ich nicht. Und deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich das Haus so ein bisschen auf Vordermann kriege, unser Grundstück vielleicht ein bisschen schöner mache. Und da ist auch schon der Kilian. Der Kilian, hallo. Und deswegen schauen wir mal, dass wir das Haus ein wenig, hallo! Kilian, schrei direkt wieder rum! Schrei doch nicht so! Aus, so. Ja, gut, das hat schon mal gut geklappt. Und, ja, wir machen jetzt erstmal hier das Zeug weg. Und ich guck mal, dass ich das Haus ein bisschen back from the underground, back from auch. Ja, schön. Ja, wir beschäftigen uns hiermit, dass hier mal ein bisschen fertig gebaut wird. Ich weiß ja nicht ganz, wie ich das Haus im Prinzip machen werde. Das, was ich jetzt baue, ist nicht die finale Version des Hauses, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall schon mal eine Version des Hauses, die wir falsch platzieren können. Ja, gut, das hat schon mal geklappt. Das ist eindeutig eine Fresh D-Referenz, was er da gerade gemacht hat. Deswegen schreibe ich auch nochmal ganz kurz. Fresh D is in the house. So, und dann beschäftigen wir uns mal weiter hier mit unserem Grundstück. So, hier, das kann man drauf auffüllen und dann sind wir da schon mal glücklich. So, wie mache ich das? Ich habe tatsächlich überhaupt nicht überlegt, wie ich das Haus fertig mache. Beziehungsweise wie ich das Haus weitermache. So sieht schon mal ganz gut aus, weil ein bisschen Symmetrie kann schon mal immer sein. Und dann möchte ich den eigentlichen Style des Hauses halt weiter behalten. Vielleicht so ein bisschen moderner später werden, aber jetzt am Anfang noch etwas... Ja, das mit dem Cobblestone ist halt nicht wirklich modern. Modern ist halt vielleicht... ja, Quarz wäre modern. Oder geschmolzenes Plöppel. Hier, was ist das? Da weißt du, da ist man ein paar Tage nicht online, da werden direkt Statuen in die Welt gesetzt. Limestone wäre so ein bisschen moderner. Wir haben hier noch anderen Zeugs, das ich nicht jetzt benutzen will. Bricks will ich nicht benutzen, aus verschiedenen Gründen. Die gefallen mir einfach nicht so gut. Was haben wir denn da noch? Wir haben hier zu viel. Ich muss mich echt mal ein bisschen dran setzen und ein bisschen gucken, wie wir unser Haus gestalten. Aber fürs Erste habe ich da schon eigentlich eine recht gute Idee. Und zwar möchte ich hier das Haus schon beenden. Erstmal, vorerst, ja. Hier wird dann noch so ein kleiner Eingang entstehen, den ich hier bauen werde. Plopp. So, und zwar genau hier so, so und so. Und dann kann man ja hier so einen kleinen Eingang, ihr wisst schon Bescheid, ne? So einen kleinen, so einen hier, so. Und dann geht man hier rauf und dann ist man glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. Irgendwie so machen wir das schon. Hier kommt auf jeden Fall noch Holz hin und ich dachte, da fliegt der Kilian rum. Tut er nicht. So, hier so in der Art vielleicht. Ja, das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Und hier außen könnten wir dann noch Fenster platzieren. Und zwar geht das ja mit diesen Half-Dingern geht das sogar ganz gut und sieht auch einigermaßen okay aus. Das mache ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz. So, so und so. Das sieht immer noch aus, als würde der Kilian da fliegen. Und dann haben wir eigentlich schon von außen ein recht akzeptables Haus. Es sieht nicht gut aus und das möchte ich auch gar nicht behaupten. Aber das ist ja auch noch mitnichten unser finales Haus, ja. Das wird mitnichten das finale Haus sein, in dem wir später wohnen werden. Und ja, da wird noch einiges kommen. Und warum packst du das da oben hin, du Arsch? Pack's doch lieber hier hin. So, das hier kann ich auch nochmal abreißen. Und ja, ich möchte hier gegen Ende des Projekts ein etwas schöneres Haus bauen, aber jetzt für einen Anfang, damit wir einfach irgendwas haben, wo wir drin wohnen können, wenigstens so ein bisschen, ja, möchte ich hier ein kleines Häusle bauen, das wenigstens einen Platz zum Schlafen bietet. Ja, einen Platz zum Schlafen. So, das machen wir so. Und demnächst habe ich auch wieder vor, ein paar Livestreams zu machen, beziehungsweise einen Livestream, jetzt nicht ein paar, sondern einer reicht erstmal. Und danach können wir ja noch einen Livestream machen und danach können wir ja noch einen Livestream machen. Also das sind
des Livestreams keine Grenzen gesetzt. Das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Hier können wir das Ganze weiterführen und damit das dann nicht so ein bisschen aufgesetzt wirkt. So, so, so. Machen wir hier. Machen wir 1, 2, 3. Machen wir hier noch ein. Und hier noch ein und da und dann noch zwei Blöcke weiter natürlich hier. So, das sieht ja schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Und dann können wir eigentlich hier schon, wenn ich das hinbekomme, das Dach ziehen. Ja, wie gesagt, ist kein House of Destruction, das man jetzt feiern muss und sich denken muss, oh mein Gott, sieht das Haus schön aus. Ich weiß, das Haus sieht nicht perfekt aus. Und ich weiß ebenso gut, dass ich Häuser viel besser bauen kann. Und ich werde auch ein besseres Haus bauen. Aber wie gesagt, einfach nur, um ein kleines Starthäuschen zu haben, möchte ich hier das mal machen. Das soll doch jetzt gar nicht so viel unserer Zeit in Anspruch nehmen, denn wir wollen uns ja eigentlich mit Tinker's Construct beschäftigen. Da komme ich auch gleich zu. So, bauen wir erstmal dieses Stück Holz ab. Das hat gut geklappt. So, wir haben auf jeden Fall jetzt so ein kleines Häuschen. Ja, wir haben auf jeden Fall Schutz vor Zombies. Und ganz ehrlich, so schlecht sieht das Ding jetzt nun mal auch nicht aus. Es sieht aus wie ein Container, eingepresst in Cobblestone-Plöppels. Aber, naja, man kann auch nicht alles haben. So, ich möchte erstmal auf jeden Fall wieder Fackeln haben. Wo haben wir denn die Fackeln? Hatte ich hier drin Fackeln? Ja, 5 Stück, die reichen. Für das erste jedenfalls. So, dann bauen wir hier eine Fackel hin und vielleicht da auch noch. Ja, dann haben wir das sogar schon mal erhellt. Und, ja, vielleicht noch eine Türe. Wäre nicht so verkehrt. Aber fürs Erste soll das dann doch schon reichen. Ja, hier hinten. Das sieht auch gut aus. Wir könnten das selber dann nochmal einfach spiegeln. Aber hier hinten möchte ich tatsächlich erstmal so ein bisschen offen lassen. Das ist jetzt auch erstmal nur für die Aesthetics. Ja, aber den Berg möchte ich dann halt schon so ein bisschen reparieren. Nicht, dass wir hier überall Stone haben. Der Stone ist jetzt auch nicht so geil. Ich habe Frames like fuck, Alter, wirklich. Ich habe gerade aktuell 20 Frames und das ist nicht so viel. Mein PC, everybody, mein PC. So, das hier machen wir trotzdem mal zu. Ich habe gerade noch die neueste Version von Java installiert. Vielleicht soll ich mal gucken, dass ich mir die 64-Bit-Version angel, wenn ich die nicht habe. Ich denke schon. So, das hier zu und da kann noch ein Block hin und dann hier auch noch. Dann haben wir wenigstens einen einigermaßen reparierten Berg und können hier irgendwas machen. Was ich aber noch tun will, beziehungsweise was ich tun werde, ist, ich möchte jetzt eine Smeltery bauen. Beziehungsweise möchte ich anfangen, euch zu erklären, was man für eine Smeltery braucht und so weiter und so fort. Dafür benutzen wir die Crafting Station. Ihr könnt das natürlich auch ganz normal im Craft auf der Crafting Bench machen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall, wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Haben wir das vielleicht noch? Nein, hier bestimmt nicht. Wenn, dann hier drin. Nein, im Electric Furnace ist gar nicht mehr drin. Haben wir vielleicht hier drin. Da haben wir 2 davon. Wir brauchen Mighty Smelting und wir brauchen das hier. Da möchte ich euch nämlich was mit zeigen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch hier irgendwo ist noch mehr von dem Zeug. Da. Gefunden. So, und das brauchen wir auch. So, dann sind wir dran bei, nicht bei Chest, sondern wir sind dran bei Tinkers. So, wir sind bei Tinkers, genau. Tinkers. So, Tinkers Construct. Da sind wir dran. So, ich möchte jetzt als erstes, beziehungsweise als nächstes eine Schmelze bauen. Aber bevor ich die Schmelze baue, oh, da kommt ja noch was. Klimmen kannst du dich nicht mehr entscheiden. Ich möchte einen Keller bauen. Ja, einen Keller. Und da möchte ich die Schmelze hinpacken. Und ich möchte den Eingang zum Keller gerne in unserem Haus haben. Ich möchte später ein etwas größeres Treppenhaus in diesem Haus bauen. Denn es soll ja ein modernes Haus werden, meine Damen und Herren. Und da möchte ich gerne ein schönes Treppenhaus. Hier hinter geht nicht. Da haben wir derzeit unsere Maschinen. Die werden wir irgendwann noch abreißen. Aber das Treppenhaus würde ich gerne hier bauen. Deswegen müssten wir das eigentlich nochmal abreißen, alles hier. Aber weil ich keinen Bock habe, das abzureißen, baue ich jetzt einfach hier so eine Treppe runter. Mit Bedenken daran, dass wir ja bald ein Treppenhaus bauen. Welches wir auch benutzen werden. Dafür möchte ich jetzt erstmal nicht das hier verwenden, weil das ist ein bisschen verschwenderisch, sondern wir nehmen einfach unsere Eisenschaufel. Ja, verschwenderisch ist es nicht, weil wir das einfach aufladen können, aber diese Energie möchte ich gerade nicht verschwenden. So, perfekt. So, hier, na, das war schlau. Ja, lass einfach alle Spitzhacken und ähnliches oben in der Kiste drin, das ist gar kein Problem. Haben wir überhaupt eine Spitzhacke? Nö. Okay, nevermind, ich nehme das Ding wieder mit. Auch gut. Ja, damit graben wir uns jetzt erstmal ein bisschen tief und werden versuchen, unter diesem Haus einen kleinen Keller auszuheben, den wir benutzen werden für verschiedene Sachen, unter anderem die Schmelzen. Wir werden verschiedene Etagen in diesem Keller haben, die sich mit einzelnen Mods beschäftigen. Wir werden dann quasi Mod-Keller haben, durch die wir dann einfach durch können mit Elevator-Blocks. Da beschäftigen wir uns aber noch mit Open-Blocks. Das ist auch eine Mod, die hier in diesem Modpack enthalten ist. Und ich lerne ja dabei auch noch was dazu. Das heißt, ich beschäftige mich mehr mit Mods und sobald ich mich genug mit einer Mod beschäftigt habe, werde ich diese Mod durchnehmen. Und werde euch quasi zeigen, was ich gelernt habe und euch versuchen, das selber beizubringen. Beziehungsweise euch auch was versuchen beizubringen, denn das ist ja hier, ne, interaktive Lernen und Handels und ihr lernt was und so. Ja, gut, das hat schon mal gut funktioniert, das zu erklären. So, das Ding packen wir auch nochmal hier hin. So, einmal da, zack, bumm. Und gut, ist die Scheiße. Die Batterie von diesem blöden Scheißteil geht viel zu schnell leer. Egal,
So, das haben wir ja auch mal gedacht. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. So, und ich möchte das gerne doch, ja, ich möchte das gerne noch einen tiefer haben. Und dann bauen wir hier unten schon mal die Smeltery hin. Das heißt, die erste Etage, die wir haben, ist für Smeltery. Die zweite Etage, die wird sich eventuell mit einer anderen Mod beschäftigen oder, nein, Quatsch, wir werden die Etagen immer so groß machen, dass wir eine Mod pro Etage haben. Und dann werde ich so einen kleinen Guide schreiben, wo ich denn was platziere. Ich möchte das aber gerne noch ein oder machen wir zwei nach da. Und da habe ich jetzt den dritten ausgehoben. Upsala, tut mir leid. So, und dann machen wir das hier noch, denn das erste, was man in Minecraft braucht, ich habe es ja schon gesagt, sind Werkzeuge und die machen wir uns nun mal mit Tinker's Construct, denn Werkzeuge mit Tinker's Construct zu machen ist super cool, weil die einfach funktionieren. Ich habe die ganze Zeit Dauer geredet, was ist denn los mit mir? So, das hier auch nochmal dahin und das hier auch. Nebenbei kann ich übrigens erzählen, mein Studium hat angefangen. Ja, mein Studium Game Design studiere ich, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand ihr da aktuell seid, weil ich halt echt eine Pause gemacht habe und gesagt habe, okay, ich muss mir die Zeit nehmen, weil Sachen passiert sind, für die ich nur mal ein bisschen Zeit brauchte, um damit einigermaßen klarzukommen. Ich will auch gar nicht groß drauf eingehen, aber es sind halt Sachen passiert, das kann man sich so merken. Und hier möchte ich wirklich, wirklich, wirklich die Smeltery hinpacken. Ja, das hier werde ich auch nochmal eben wegreißen, aber nur hier, denn ich möchte die Smeltery genau hier hinpacken. Ob das jetzt so eine gute Entscheidung ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Smeltery möchte ich jetzt mal hier hinpacken. Und jetzt ist natürlich unser Bohrkopf leer. Egal, ich reiße es trotzdem noch damit ab. Geht ja, ne? Ist ja... Man verliert ja kein Cobblestone dadurch. So, perfekt. So. Dann gehe ich nochmal hoch. So. Oder ich brauche gar nicht hochgehen. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so einen kleinen Crafting-Table. So. Und baller den hier irgendwo hin. Am besten dahin. So, ja, da passt er gut. So, Smeltery. Erstmal brauchen wir die Seared Bricks. Und damit legen wir uns erstmal so ein kleines Fundamentchen aus, hier so, ja. Wir hatten tatsächlich auch noch andere Sachen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir noch andere Sachen hatten. Und ich könnte eigentlich mal pennen gehen, weil hier sind bestimmt schon wieder ganz viele Monster unterwegs, die mich töten wollen. Ja, super sicher in einem Haus, das nicht abgeschlossen ist, aber juckt hier erstmal keinen. So, Kilian ist tatsächlich immer noch online. So, das hier, genau, das habe ich noch gemacht. Das werden wir auch noch brauchen. Gehen wir mal wieder runter in unseren schicken Keller auf Schickness. Und schauen, was wir da alles haben. Ja, bis jetzt nur das. Mensch, wer hätte das? Und glitschendes Dirt, gib mir das. So, danke. So, wie fangen wir am besten an mit einer Smeltery? Ich habe mir verschiedene Sachen durchgelesen, verschiedene Sachen angeguckt, um zu verstehen, wie das mit der Smeltery funktioniert. Im Prinzip recht simpel. Wir bauen uns hier erstmal, wir bauen uns erstmal eine 2 hohe Smeltery. Und dann brauche ich das hier, weil wir brauchen mehr Blöcke. Im Prinzip super einfach funktioniert der ganze Scheiß. Da werden wir nochmal ein paar Blöcke brauchen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich mache jetzt einfach mal 7. Könnte sein, dass es zu viele sind. Könnte sein, dass es zu wenig sind. Ich habe gerade nicht mitgezählt. So, egal. dann hier und dann auf der anderen Seite nochmal 3. Und tatsächlich fehlt uns ein bisschen. Macht aber nichts. Die bauen wir ganz kurz später noch dran. Erstmal zu den wichtigen Sachen, die wir in der Smeltery noch brauchen. Seared Window brauchen wir nicht unbedingt. So. Seared Glass brauchen wir auch nicht unbedingt. Das, was wir brauchen, ist aber ein Seared Tank. Den brauchen wir und dafür müssen wir ein Glas in der Mitte packen. Und wir haben natürlich gerade kein Glas dabei. Das ist super wieder vorbereitet, Klümmer. Also da hast du dich wieder selbst übertroffen. Meine Fresse. Wo haben wir denn? Haben wir denn noch Glas? Also das wäre jetzt echt blöd, wenn wir kein Glas mehr hätten. Ja, wir haben noch Glas. Perfekt. So, nehmen wir einen mit. So, Dankeschön. Haben wir denn noch? Haben wir eigentlich noch Grout? Das wäre auch nochmal ganz interessant zu wissen. Sieht nicht so aus, als hätten wir da drin irgendwie Grout. Nö. Haben wir vielleicht hier noch irgendwie Grout? Ja, tatsächlich noch 3 Grout, Mensch. Damit kommen wir bestimmt ganz weit. So, haben wir hier noch Grout? Na, haben wir hier noch Grout? Nope. Aber egal. 3 Grout sind 3 Grout. Sag das 5-mal schnell hintereinander. So, hier wieder runter. Und ja, das ist unsere fertige Smeltery. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ne, Quatsch. Was wir brauchen, ist das hier. Und wie wir das machen, ist ganz einfach so. Ihr könnt mit Shift-Klick übrigens, wenn ihr hier drin seid, ihr klickt irgendwas an, ihr seht das Rezept, dann könnt ihr mit Shift gedrückt halten und dann darauf klicken und dann habt ihr das Rezept direkt da drin und der macht das automatisch. So, einmal das. Wir brauchen einen Seared Tank. So, was brauchen wir noch für eine Smeltery? Wir brauchen einen Smeltery Controller, der ist auch Pflicht. Den macht man so. Dafür brauchen wir nur einen. Ja. Yeah. So, das packen wir wieder rein. So, wir haben einen Tank und einen Controller. Was brauchen wir noch? Wir brauchen das Ding. Das ist ein Drain. Davon brauchen wir... Ja, erstmal auch einer reicht. Später brauchen wir noch mehr. Also wir brauchen nicht unbedingt mehr. Einer würde ausreichen. Aber ist bescheuert. So, erkläre ich euch gleich noch, wofür das da ist. Keine Sorge. Dann brauchen wir noch ein paar Bricks. Das ist sicher. Und wir brauchen entweder das hier oder ein Casting Table. Eigentlich brauchen wir beides, wenn wir die volle Kapazität dieser Schmelze
ausreizen wollen, aber im Prinzip ist es so, dass wir aktuell erstmal mit dem Casting Table arbeiten wollen und erstmal nicht mit der Casting Basin. Warum? Erkläre ich noch. Wir haben aktuell nicht genug Seared Bricks einfach, um das alles zu machen, was ich machen will. Deswegen fange ich erstmal hier an. Wir wollen uns erstmal, unser jetziges Ziel ist erstmal die Erstellung, und wir haben echt kaum noch davon. Unser jetziges Ziel ist erstmal die Erstellung einer Schmelze und daraus dann unsere ersten Werkzeuge aus dieser Schmelze. So, was ich immer gerne mache, beziehungsweise gerne mache, während ich mich mit der Mod auseinandergesetzt habe, was ich für recht sinnvoll halte, ist einfach hier den Smeltery Controller oder da, ist scheißegal. Und auf der anderen Seite dann den Seared Tank. So, und die Schmelze funktioniert. Wir können jetzt schon was schmelzen. Nicht viel, um genau zu sein, fast gar nichts. Aber wir könnten diese Schmelze schon in Betrieb nehmen, rein theoretisch. Ich möchte aber gerne noch ein paar mehr von diesen Seared Bricks haben. Und deswegen werde ich jetzt mich auf die Suche nach Grout begeben. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann weiter mit der Schmelze. Und ich zeige euch, wofür das alles da ist. Vorher aber noch platzieren wir die Dinger. Und die erkläre ich dann auch in der nächsten Folge, was die machen. Ich platziere es aber schon mal. Und zwar werde ich jetzt einfach hier das Ding hinbauen. Werde hier den Drain dran machen. Und zwar genau so. Nein, so aktuell nicht. Warte, Entschuldigung. Kriege ich den überhaupt wieder, wenn ich das so abbaue? Lalalalalala. Ja, kriege ich perfekt. Das braucht ja auch wieder 10 Jahre, weil ich das Ding nicht aufgeladen habe. Hurra! Komm, das machen wir noch in der Folge. Wir hauen das noch in der Folge hier weg und dann platzieren wir den Drain richtig so, wie er eigentlich gehört. 1, 2, 3, 4, 10. Und dann sind wir auch zufrieden und können gehen. So, in der Art vielleicht. So, ja, perfekt. So, und da machen wir das Ding jetzt dran. Und hier drunter packen wir jetzt den Casting Table. Was das macht, erkläre ich noch. Also keine Sorge, liebe Freunde. Das wird alles noch erklärt. Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von TechTown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch einfach ein Gefällt mir oder schreibt in die Kommentare, was ihr zu Tinkers Construct wisst. Schreibt nützliche Tipps, die ich vielleicht noch nicht wissen kann, noch nicht wissen sollte. Falls es Sachen gibt, die ich über Tinkers Construct noch nicht weiß, werde ich mir das zu Herzen nehmen und auch in die Folge mit einbringen. Und hinterlasst doch vielleicht Vorschläge für die nächste Mod. Sollte eine relativ kleine Mod sein und eine praktische Mod. Was brauchen wir nach Tools, also nach Spitzhacke und so weiter und so fort. Vielleicht etwas automatisieren, vielleicht automatisiertes Essen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr da für Mods kennt, die auch in diesem Modpack enthalten sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.